Ein wunderschön herzlich willkommen zurück zu einer weiteren neuen Folge von American Truck Simulator. Folge, was auch immer, 245 oder so. So, Steam. American Truck Simulator. Da sollen wir doch mal loslegen hier. Bisschen hell machen. Also schon hell. So, wir sind Level 2. Das ist traurig, aber wir gehen steil. Hoffe ich. So, wir haben noch keinen eigenen LKW, ne? Wir fahren immer noch mit dem Fremd-LKW. Ja, genau, wir haben auch keinen Kredit oder ähnliches, genau. Wir fahren immer noch mit Fremd-LKW. Und wir haben gerade eine Mission. Ja, wir sind gerade von der letzten Aufnahme sind ein paar Stunden vergangen. Unser Tank ist fast leer. Ach ja, nee, genau. Hatten wir ja geguckt, dass es passt. Meine Kopfhörer sind voll leise. Wenn wir jetzt mal Lautstärke wieder einstellen hier. Hab zwischenzeitlich mal meinen Kopfhörer aufgeladen. So. Freie Bahn mit Marzipan. Ach, ich wollte mal gucken, ich hatte ja diese Theorie, dass wenn man jetzt schnelle Missionen macht, die Nächte übersprungen werden. Wollte ich dazwischen die Folge mal gucken. Habe ich das auch wieder vergessen. Aber wir werden es ja diesmal, ne? Es ist ja jetzt 16 Uhr. Wenn wir ankommen, ist es wahrscheinlich so 18 Uhr. Können wir mal gucken, wie es denn dann aussieht. Alter, wie schön der abgeht, Alter. Wie gesagt, gut, andererseits, ne, diese Frag-Tanks sind halt auch nicht schwer, oder Züge. Aber trotzdem immer schön zu sehen, wie der abgeht. Oh, es war zu schnell. Okay. All aus. So. Sehr gut. Digga, dieser gelbe Auflieger einfach. Ich hoffe nur, dass es, wie gesagt, mit der neuen Grafik-Engine ein paar Besserungen vorhanden, also erscheinen, einhergehen, das ist das Wort, was ich suche. Ne, zum Beispiel, dass wenn man im Tunnel ist, also, dass halt auch in den Rückspiegel, in diese Overlay-Rückspiegel richtige Schatten sind und die nicht einfach nur mal dann, wenn es dunkler wird, draußen, also wenn man, andersrum, wenn man unter dem Schatten durchfährt, dass die dann einfach nur dunkler werden. Bitte gleich mal hier bei der Brücke aufpassen. Und in dem Moment, wo wir unter der Brücke durchfahren, wird es in den Rückspielen einfach dunkler. Und dunkler, heller. Danke dafür. So, wir fahren zu schnell. Bitte links halten. Die Frage ist, bitte links halten. Ich würde gerne in dem Let's Play versuchen, gleich direkt auf Firma zu gehen, Digga. Die Frage ist also, ob wir uns gleich so einen 400.000er Kredit denn nehmen und dann gleich mal, also direkt anfangen, wirklich LKWs zu holen, möglichst preiswert. Und diese dann, ja, also Mitarbeiter einzustellen. Damit wir möglichst früh anfangen, unsere Firma wachsen zu lassen. Wäre ganz geil. Links halten.
rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Ich sehe die Ampel gar nicht mehr. Oh, da bist du schon hinter der Kreuzung. Ich hasse diese Sonnenblenden hier. Halt dumm. Oh, guck mal, wir haben sogar grün. Los, fahr, schnell, schnell. Demnächst rechts abbiegen. Rechts abbiegen und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Hier endet es. Boah, 13 Gallonen sind noch drinne. Sollte für den nächsten Typen reichen. Und wieder Level geschafft. Wuhu. So. Company. Ah, da haben wir sogar schon. Ja, no, nice. Cool. Das heißt, haben wir eigentlich schon irgendwelche Firmen aufgedeckt? Nee, ne? Wir müssen unbedingt mal LKW-Händler aufdecken. Aber von Canvas. Well, that's fucked up. Was haben wir denn hier so? Immer noch nur so teure. Warum gibt es nur welche mit 5 Sternen? Was ist denn los? So. Das heißt, wir gucken mal. Job. Wo wäre denn eine Garage ganz schön? Ich glaube, in Las Vegas kann man es gut machen. Versuchen wir uns mal von hier eine Strecke. Nehmen wir die. So, und dann fahren wir mal hier an der Garage vorbei. Zeit zu gehen. Nichts passiert, Leute. Der Start bleibt da schon. Blöder Start.
Dicke Palme aus Plastik. Die Palme sehen im Rückspiel auch so komisch aus. Und dann wird klar, eben, hier haben sie Schatten und hier haben sie keinen Schatten. Deswegen sehen sie da so extrem hell und plastisch aus. Einfach grün. Ah. Immer geradeaus. Wie ich abziehe, Bitch. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Was ist eigentlich eine Firma? Volvo. Naja. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Demnächst rechts abbiegen. Rechts abbiegen und dann rechts abbiegen. So, erstmal brauchen wir natürlich einen Kredit. Danke dafür. So. Ja, unsere erste Garage. Uhu. Und schon haben wir drei neue Plätze. Ich meine, ja, ne? Für die, die jetzt, hey, warum hat der denn eine Garage nicht aufgerüstet? Weil es auch 180 kostet. Also 180.000. Mit dem Unterschied, dass wir bei unserer Garage nur zwei Plätze dazu bekommen. Hier bekommen wir aber ganze drei Plätze. Ergo bekommen wir hier pro... Also andersrum. Ergo kostet es hier pro Platz 60 Euro. Während wir für zwei Plätze jeweils 90 Euro... 90.000. Zahlen müssten. Ergo ist das hier viel lukrativer. Und wir haben eine schöne Garage, die für uns ist. Und unsere Mitarbeiter können woanders pennen. Ja, ist ja gut. Wie bin ich so rum? Biege nach rechts ab. So, und solange wir da stehen. Achso, nee, LKW kaufen können wir noch nicht, weil, ja, da brauchen wir ja. Müssen wir erstmal hinfahren. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Bleib ruhig stehen, Junge. Was ist das grün? Immer geradeaus.
Ich weiß, was ein Auto ist. Und dann links abbiegen. Dann halt nicht. Biege nach links ab. Gut, das war jetzt gewollt. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Links halten und dann links abbiegen. Ein Flugzeug. Biege nach links ab. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. So, noch genug Platz? Na gut, nicht wirklich. Jetzt sind wir schon wieder. Der piept sich aber rein zusammen, das gibt's ja nicht. Da komm ich auch heute schon, du Affe. Wow. Der Halke hat ja richtig gute Reifen. Was ist mit dem los? Schleder ich erstmal komplett nach links weg. Ja, moin. Tja. Ich bin jetzt so ein bisschen meine Tracking-Reifen gewohnt, ne? Und der hat jetzt hier wieder so eine typischen, naja, halt normale Reifen. Die haben nicht so viel Grip. Warum ist eigentlich schon mal 50er Zone? Wir hätten die bestellt. Meine Nase kitzelt so gerade, ey. Schlimm.
Tja, sowas wie geschätzte Reststrecke mit dem Sprit hat man gar nicht, ne? Da wird ja deprimiert. Naja. Gut, ich würde mal sagen, bei der nächsten Raststätte fahren wir rein. Der wird eigentlich auch perfekt hier reinfahren können, aber gut. Warum waren sie schon wieder hier? Kann es sein, dass ich eine super kurze Motorhaube habe? Digga. Vollkommen ungewohnt. Ich glaube, ich muss mal neu lernen, die Abstände einzuschätzen. Dadurch, dass halt bei den klassischen Maschinen wesentlich höher sitzt und wesentlich weiter hinten sitzt. Ja, ist halt das, ne, ist halt das, die Perspektive halt ein bisschen anders. Und ja, wenn das Auto da vor deiner Motorhaube komplett verschwindet, hat er trotzdem noch 30 Meter Platz im Auto. Bei dem LKW, dadurch, dass der so eine modernere Haube hat, ist die nicht mehr so. Weil wenn das Auto da hinter der Motorhaube verschwindet, so wie jetzt gerade, bist du gerade schon dabei, ihn innig zu küssen. Und es wird dunkel.
Hubschraub, schraub, schraub. Bitte links halten. Route neu berechnen. Okay, lass uns eine neue Route finden. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge, denn dann wieder, wenn wir am neuen Tag schön mit frischer Energie losstarten können. Bis dann.